Heute ist es soweit. Heute wirst du mit einer der grausamsten Übungen ever konfrontiert werden. Dem ultimativen Arpeggio-Workout. Ja, also, keine Sorge, so schlimm wird es nicht. Arpeggien, hatte ich ja schon mal gesagt, sind eigentlich super Tools, um Improvisationen, die sonst vielleicht stark von der Pentatonik geprägt sind, mal so ein bisschen aufzulockern und einfach mal Melodik hinzuzufügen. Und ich spiele ja Arpeggien lieber als normale Durtonleiterstrukturen. Durtonleiter klingt für mich immer nach, ne, diese kleinen Schritte vorwärts. So, und ich habe irgendwie ein Faible für Arpeggio entwickelt. Und wie soll ich sagen? Was ich dann immer ganz oft höre auf Workshops etc. Ist, ja, Alter, schön und gut, aber ja, Arpeggio ist nie da, wenn ich ihn brauche. Da muss ich immer durch die Gegend springen und was mache ich dann? Ja, die Zeiten sind vorbei. Denn jetzt gibt es den ultimativen Arpeggio-Workout, der dich dazu befähigen wird, jeden Arpeggio auf jedem Finger in jeder Region des Griffbretts pfeilschnell zu finden. Okay, worum geht's? Wir reden über Arpeggien, die über eine Oktave gehen. Das mache ich extra, weil Arpeggien in den 80ern ja, so ein bisschen in Verruf gekommen sind durch Malmsteen und Co. und Paul Gilbert immer nur fritt, 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 fritt. Und nie jemand darauf gekommen ist, vielleicht diese kleinen Viecher auch mal als melodische Tools zu verwenden. Und ich finde, in steckt viel mehr Melodik drin als so, als in Fuchs, du hast die ganz geschoren oder alle meine Entchen mäßiger Durtonleiter-Harmonik. Und diese Arpeggien, wenn man die über zwei Oktaven spielt, klingt es sehr häufig so: Leute, Opa, acht, aufgepasst, jetzt kommt mein Arpeggio! Und dann spielt man das Teil aufwärts und vielleicht auch, wenn es gut geht, nochmal abwärts. Und das war's dann. Und die vielen Möglichkeiten, die Arpeggien einbieten, werden so gar nicht genutzt. Aber okay, genug der Vorrede. Jetzt kommt's zum Arpeggio-Workout. Okay, Schritt 1 ist, wir nehmen erstmal die Töne eines C Major 7 Arpeggios. Die sind C, E, G und H. Haben wir neulich schon mal geklärt. So, und die beginnen wir jetzt auf der tiefen E-Seite mit dem Startfinger Nummer 1. Geht so. Keine große Sache. Schritt 2 ist, selber Ausgangston, anderer Startfinger, der aus dem international bekannten Kommunikationssymbol. So, Schritt Nummer 3 ist, selber Arpeggio, selber Startton, nur anderer Startfinger. So, da sind wir soweit. Und jetzt noch mal auf dem kleinen Finger starten. Der nimmt so ein bisschen so eine Griffbrettrichtung ein, die etwas ungewöhnlich ist. Aber warum nicht? Ne? Also mal so in diese Richtung spielt man ja eigentlich eher selten auf dem Griffbrett. Da ist ja die Hauptverkehrsstraße eigentlich immer so. Fängt hier unten tief an, hört hier oben tief auf. Und wenn man mal so von dieser Griffbrettregion in diese Griffbrettregion kommen möchte, ja, ist, weiß man eigentlich nie so genau, wie man da hinkommt. Aber jetzt mit diesem Arpeggio ist das Geschichte. So,
Also nochmal den ersten Durchlauf. So, jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Möglichkeit A wäre, selber Arpeggio-Typ, andere Startseite. Wir haben jetzt hier gerade die Startseite mit der tiefen E-Seite gehabt. Jetzt gehen wir mal auf die A-Seite. Das Schöne ist, die Gitarre ist ja ein wunderbar grafisches Instrument. Die Fingersätze verändern sich kaum. C-Major 7 Arpeggio, Startseite A. Ich mache das absichtlich nicht hier unten mit dem C, sondern hier oben. Wirst du gleich sehen, warum. Ja, Startfinger 1. Startfinger 2. Startfinger 3. So, und jetzt siehst du auch warum. Hier hätten wir sonst eine Leerseite. Ah, ist das immer mit der Übertragbarkeit in andere Tonarten so ein bisschen schlecht, wenn man mit Leerseiten irgendwie so rumdengelt. Deshalb machen wir es mal hier oben in diesem Griffbrettbereich. So, und Startfinger 4. Ja, nächster Schritt könnte sein, dasselbe auf der D-Seite beginnen. Ja, also Startfinger 1. C-Major 7 Arpeggio, 10. Lage, Startseite D. Auch wieder merkwürdige Fingerkombination. Startfinger 2. Startfinger 3. Startfinger 4. So, und das wäre eine Möglichkeit, damit mit zu üben und dieses Teilchen zu entwickeln. Dass man sagt, also okay, wir hätten jetzt hier, ganz vergessen, wir haben natürlich noch eine weitere Startseite, nämlich die Startseite, die G-Seite als Ausgangspunkt. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, da lassen sich nicht mehr alle Startfinger so gut einsetzen. Deshalb malträtiere ich meine ganzen Schüler und Studenten eigentlich immer nur mit Startseite E, A und D, weil die G-Seite, die ist, die hält halt nicht mehr alle Optionen bereit, aber der Vollständigkeit halber. Startfinger 1, Startfinger 2, Startfinger 3 wäre eigentlich dasselbe. Und Startfinger 4 bietet sich dann eigentlich schon kaum noch an. Naja, jetzt haben wir also diesen C-Major 7 Arpeggio doch in vielen Regionen mit vielen Startfingern gespielt. Und jetzt die Ausrede, ja, ich war gerade in einer anderen Region, ich muss jetzt, da muss ich wieder springen oder war gerade kein Arpeggio da, zählt jetzt nicht. Okay, die andere alternative Route, die man machen könnte, wäre folgendes. Wenn wir jetzt hier C-Major 7 durchhaben. Könnte der nächste Schritt sein, denselben Prozess für C-Dominant 7. Beim C-Dominant 7 oder normal C7 ausgedrückt, verändert sich eine Note, das H wird zum B. Und denselben Prozess halt nochmal mit den Tönen C, E, G, B. Startfinger 2. Startfinger 3. Startfinger 4. So, die anderen Durchläufe mit den anderen Seiten spare ich mir an dieser Stelle. Kannst du selber machen. Ne? Das, was du selbst für dich entdeckst, das bleibt wird an dir haften bleiben. Und Schritt Nummer 3 könnte sein, aus C-Dominant 7 C-Moll 7 zu machen. Das würde bedeuten, dass man den Ton E zum S verändern müsste. Und dann hätten wir Startfinger 1. Startfinger 2.
Dartfinger 3. Dartfinger 4. Ja, diese letzten beiden Fingersätze, die waren ein bisschen sperrig, aber naja, man kann sich auch mal an sperrige Bewegungen gewöhnen. So, dieser Workout, der dauert ein paar Minuten. Aber weißt du was, wenn du das mal ausgecheckt hast, die ganzen Fingersätze hinzukriegen, nimmst du halt immer bei jeder Übungssession mal einen neuen Grundton. Dass du sagst, okay, jetzt habe ich die ganzen Apparate mal in C gemacht, jetzt heute mache ich sie mal in D. Und nächste Session in E, in F und so weiter und so fort. Und naja, wenn man so diesen Workout spielt, so alle Typen, alle Fingersätze, alle Startseiten, dauert ungefähr, naja, so knappe 10 Minuten bei einem geschmeidigen Tempo. Und ja, ich bin mir 100%ig sicher, dass du, wenn du diesen Workout regelmäßig betreibst, dass du das Griffbrett aus einer ganz anderen Perspektive sehen wirst. Okay, ging mir jedenfalls so. Ja, viel Spaß mit dem ultimativen Arpeggio Workout. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schön gestimmt bleiben und lieb zur Mama sein. Tschüss!